Obwohl Nikon gerade erst das 35mm f1.4 zu einem sehr günstigen Preis rausgebracht hat, hat keiner so wirklich damit gerechnet, dass sie den Coup nochmal mit dem 50mm wiederholen. Und jetzt ist aber genau das eingetreten. Nikon hat ein 50mm f1.4 rausgebracht, das preislich unterhalb ihres schon bestehenden f1.8S angesiedelt ist. Wie gut sich das in der Praxis schlägt, das gucken wir heute in diesem Test. Und damit herzlich willkommen bei Kalumet. Am F-Bajonett von Nikon hatten günstige Festbrennweiten im 50mm Bereich richtige Tradition. Da gab es das sehr günstige F1.8G, das teurere F1.4G und sogar auch das F1.8D, das immer noch verkauft wird, neu. Fürs TED-System fehlte so ein Objektiv bisher. Von daher ist es sehr interessant zu sehen, dass jetzt ein 1.4 rauskommt, das preislich da einsteigt, wo das F1.8S aktuell nach ein paar Jahren am Markt liegt. Ich werde daher jetzt mal schauen, ob das hier das Zeug hat, das Nifty-Fifty für das TED-System zu werden. Wichtige Info vorab, bei meinem Modell handelt es sich um ein Vorserienmodell. Es kann also noch Änderungen geben bis zum finalen Release. Wer aber schon das 35mm f1.4 gesehen hat, dem fällt wahrscheinlich auf, dass das hier haargenau gleich aussieht. Einzig die Frontlinse ist bei diesem ein bisschen größer. Das heißt auch, dass wir neben dem Fokusring wieder einen Kontrollring haben. Den könnt ihr mit einer Funktion eurer Wahl belegen, wie der Belichtungskorrektur oder der ISO-Einstellung. Ich habe mich für die Blendensteuerung entschieden. Jetzt wird es aber mal Zeit für ein paar Ergebnisse. Was bei Offenblende auffällt, ist, dass wir eine relativ starke Vignettierung haben. Bei f1.4 fällt sie doch schon deutlich auf, blenden wir ab auf f2.8 ist sie schon deutlich schwächer und bei f8 ist sie dann ganz weg. Das Problem habt ihr aber nur, wenn ihr im RAW-Format fotografiert. Fotografiert ihr in JPEG, kümmert sich die kamerainterne Korrektur gleich darum. Bei Blende f1.4 ist das Bild zudem ein bisschen soft. Blenden wir aber nur ein, zwei Stufen ab, wird's richtig scharf. Da ist dann der Unterschied zwischen Blende f2.8 und Blende f8 nicht mehr besonders groß. Doch wie verhält es sich nun im direkten Vergleich mit dem bereits bestehenden 50mm f1.8S? Wir haben hier einmal das 1.8S bei Naheinstellgrenze von 40 cm und Blende 1.8. Und hier einmal das 1.4 bei Naheinstellgrenze von 37 cm und Blende 1.4. Im direkten Vergleich merken wir, dass das 1.8S bei Offenblende schärfer und kontrastreicher ist. Dafür hat das neue 1.4 doch ein sichtbar weicheres Bokeh. Und das kommt vor allem beim Film ziemlich gut. Das Bokeh ist so, wie man sich das von so einer Festbrennweite wünschen würde. Sehr schön weich und wenn wir wollen, können wir den kompletten Hintergrund einfach zu einer Farbmasse verschwimmen lassen. Selbst mit ein bisschen mehr Abstand bekommen wir noch eine super Freistellung. Also auch Ganzkörperporträts sind überhaupt kein Problem mit diesem Objektiv. Auf eine gewisse Entfernung müsst ihr ein bisschen aufpassen mit der Schärfe, dann ist Blende f1.8 wahrscheinlich doch besser als 1.4, aber für Nahaufnahmen reicht die Schärfe völlig aus. Der Autofokus macht seine Arbeit wirklich gut. In den allermeisten Alltagssituationen ist er schnell genug und sehr treffsicher. Ich hatte nie das Gefühl, dass er irgendwie pumpt, sondern die meiste Zeit findet er sein Motiv gleich beim ersten Versuch. Einzig bei Gegenlichtsituationen hatte ich manchmal das Gefühl, dass er eher einen Gang zurückschaltet und ein bisschen langsamer ist, aber nicht weniger treffsicher. Dass man bei sich bewegenden Motiven nicht den Fokus immer hundertprozentig trifft, liegt dann eher an dem wirklich schmalen Schärfebereich. Bei Szenen wie hier, wo mein Hund auf mich zukommt, reicht die kleine Verzögerung zwischen Auslösen und der Bewegung meines Hundes, dass die Schnauze schon nicht mehr in der Schärfeebene liegt. Mit Flares hatte ich bei meinem Test überhaupt keine Probleme. Was auftreten kann, wenn wir es wirklich drauf anlegen, sind chromatische Aberrationen. Das hier ist ein Extrembeispiel, weil ich es wirklich drauf angelegt habe, ist heutzutage aber auch kein sehr großes Problem mehr, mit einem Klick sind diese in der Nachbearbeitung entfernt. Bei nicht ganz so anspruchsvollen Motiven sind sie dann noch kaum eine Rede wert, beziehungsweise wie hier eigentlich gar nicht vorhanden. Kommen wir zu einem Fazit, ich bin sehr begeistert von diesem Objektiv. Nicht weil es das schnellste ist oder das schärfste, sondern weil es ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat.
eine sehr, sehr gute Offenblende, mit der du sehr gut freistellen kannst. Scharf genug auf jeden Fall, locker verwendbar, auch bei 1,4. Und der Autofokus arbeitet schnell und leise. Was gibt's da noch zu meckern? Und das Ganze zu einem doch recht erschwinglichen Preis. Wir dürfen gespannt sein, ob sich zum 35er und 50er noch ein paar Objektive der Klasse dazugesellen. Ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Calumet.